Mommy's not here right now, and we don't know why. We fear how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise Mama's gonna be alright. Hallo du alte Bumsbirne und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute der 31. Spieltag. Mainz 05 gegen Schalke 04. Viel Spaß. Nachdem wir im letzten Heimspiel gegen den großen FC Bayern München mit 3:1 gewonnen haben, den geilen Vlog findest du im Übrigen, wenn du hier oben auf das i klickst. Wir in Wolfsburg aber unsere erste Niederlage nach 10 Spielen hinnehmen mussten, geht es heute daheim in Mainz gegen den 17., den FC Schalke 04. Aber wie immer zuerst den Blick auf die Tabelle. Wir liegen mit 45 Punkten auf dem 8. Platz. Vor uns auf Platz 7 ist Wolfsburg mit 46 Punkten und auf Platz 6 die starken Leverkusener mit 48 Punkten, die eine überragende Rückrunde spielen. Hinter uns ist die Eintracht aus Frankfurt mit 43 Punkten, die in den letzten Spielen nicht so gut aussah und sogar den Platz für Europa eventuell schon verspielt haben. Mit den FC Schalke 04 haben wir im vorletzten Heimspiel der Saison den ersten Abstiegskandidaten zu Gast. Nach einer katastrophalen Hinrunde spielen die Gelsenkirchener eine tolle Rückrunde. Von den 27 Punkten, die sie in der Saison bisher holten, haben sie 18 Punkte in der Rückrunde gewonnen. Auf uns wartet also ein starker Gegner, der alles geben wird, um hier 3 Punkte mitzunehmen. Ich selbst würde mir auch wünschen, dass sie nicht absteigen müssen, weil sie wirklich geile Fans haben und sie sich das nach dieser Rückrunde auch verdient hätten, erstklassig zu bleiben. Dennoch bin ich natürlich für meine Mannschaft und wünsche mir den Sieg für uns, daher ist mein Spieltagstipp ein umkämpftes 2:1. Wenn du nur die Tore dieses Spiels sehen willst, dann klicke einfach oben rechts auf das i, komm aber wieder zurück, okay? Das Stadion ist heute wie auch gegen Werder Bremen und Bayern München wieder ausverkauft. Unsere Kurve, unsere Wand, ist einfach ein Dream, wenn's ausverkauft ist. Ein volles Stadion ist einfach geil. Man kann es nicht anders sagen. Die Stimmung ist einfach eine andere, wenn die Hütte voll ist. Klar ist sie auch gut, wenn nur 20.000 im Stadion sind. Aber 33.000 sind halt einfach geiler. Wichtig finde ich auch den Auswärtssupport. Und da geben die Schalker ganz sicher alles. Der Gästeblock ist auch schon gut gefüllt, auch wenn es noch recht früh ist. So meine Lieben, genug gebabbelt. Kommen wir nun zu unserer heutigen Aufstellung. Und hier ist die Startelf der Schalker. Wie immer bin ich im En-Block. Einfach beste Sicht. Und das nur für euch meine Lieben, okay auch ein bisschen für mich, aber hey, ihr seid quasi mit mir im Stadion, also fast live, ihr habt exakt meine View und mein Plätzchen ist schon geil, oder? Ach ja, und die Person, die da immer in den Videos rumschreit, bin tatsächlich ich. Ich bin kein Girl, auch wenn es das Thumbnail und das Profilbild vermuten lassen. Sollte ich Herzen gebrochen haben, tut es mir leid. So und jetzt viel Spaß beim Spiel. Thank you.
Bell.